So, meine Freunde, ein herzliches Willkommen hier zurück zu Metin 2D. Heute mal wieder zu einer neuen, schön gefüllten Folge. Wir sind ja, seit letzter Folge haben wir Level 120 erreicht und diese Folge haben wir uns ein bisschen um Equipment gekümmert. Wir haben so ein bisschen EQ aufgestockt, wir haben ein bisschen Skills gelesen, endlich mal Furcht auf G gemacht unter anderem. Ich habe den ersten Rasador habe ich gelaufen in dieser Folge. Das heißt, ich habe direkt auf 120 durchgezogen, ohne den Rasador auch noch zu testen. Das heißt, ich war erst Level 120 und dann habe ich den ersten Rasador mit dem Sucher gemacht. Und das war locker flockig möglich. Also ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich gar nicht giften müssen. Also das ist, da hast du doch sowieso eine easy Sache, kein Problem, ne? Ohne Frage. Und der Vaso macht ja auch nicht unglaublich viel Damage, trotz Exeichi und so. Aber es war unglaublich einfach, den zu killen. Wirklich, es ist echt nice, mit dem Vaso zu hauen. Ich habe ja mit dem Ninja schon damals Rasa gemacht und auch ganz viel mit dem Krieger damals. Und es war immer so, dass immer ein, zwei Hits wirklich immer wehgetan haben. Auch zum Beispiel in der Phase so ein bisschen. Ich hatte ja wirklich kein gutes Equipment mit den Chars. Und mit dem Vaso ja jetzt zum ersten Mal schon so richtig. Und es ist auf jeden Fall sehr entspannt, mit dem Vaso die ganzen Runs zu machen. Auch so Nemere und Melly und Rasador. Es ist echt, echt entspannt, muss man echt mal sagen. Und es freut mich auf jeden Fall, dass der Vaso so irre Bock macht. Auch wenn er nicht an diesen Maximum Damage rankommt, wie zum Beispiel Ninja in der VWK oder Körperkrieger mit zwei Hand zum Beispiel. Kommt natürlich nicht ran. Letzte Folge haben ja auch einige kommentiert so, ja, der Damage ist jetzt noch nicht so heftig mega so. Da geht natürlich mehr mit Exo-Rubin und so. Es fehlt zwar noch so starke Medien-Steine und die Bio fehlt und so und noch ein bisschen und der Gürtel auf 9, es fehlt noch so ein bisschen minimalen Damage-Push, aber ich werde definitiv nicht dahin kommen, wo einige andere Rassen hinkommen. Macht aber nichts, der Sura ist trotzdem geil auf jeden Fall. Was ich noch sagen will, ich habe, wie ihr jetzt sehen könnt, ich hatte auf Teutonia recht, recht viel Equipment, auch von der Community damals, also vor ein paar Wochen geschenkt bekommen, und altes Equipment von mir noch rumliegen auf Teutonia. Ich habe ja damals, bin ich ja von Praios nach Genesis gewandert und hatte damals auch noch einiges an Equipment da lassen müssen und habe jetzt auch ganz viel altes Equipment und neues Equipment verkauft auf dem Server und habe mir richtig, richtig viel DR gekauft. Ich glaube, ich hatte mir mit dem ganzen Won, was ich da hatte, beziehungsweise ich verkaufe immer noch heute, die Clips sind ja auch schon jetzt 2 Wochen alt, aber ich habe ja so viel Sachen verkauft und ich verkaufe immer noch so viel Sachen, dass ich mir, glaube ich, insgesamt in den ganzen Wochen locker an die 7 bis 10 KDR geholt habe. Also das hat auf jeden Fall sehr gepusht, muss ich sagen. Ich habe mir sehr viele Switcher gegönnt, ich habe mir sehr viele Spielerbücher gegönnt und ich habe echt viel Sachen gekauft, auch viel Autojagd etc. und bla 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 und hast nicht gesehen. Und viel DR auf jeden Fall reingeballert, damit ich auf meinem Main-Sucher sehr, sehr viel DR habe zum Switchen etc. Seht ihr ja, wie viel DR ich gekauft habe. Ich glaube, in dem Video alleine waren es um die ungefähr 5000 DR oder so, die ich mir gekauft habe von Teutonia-Sachen. Also ich überlege noch, ob ich auf Teutonia mal so, ja, so 20, 30 Won behalte und mal so minimale Trade-Sachen nochmal laufen lasse auf dem Server, dass ich mir dann immer mal wieder so ein paar DR-Gutscheine kaufen kann. Also immer so handeln und dann DR-Gutschein kaufen, handeln, DR-Gutschein kaufen, mal gucken, ob ich das mache. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare hauen, dann würde ich auf Teutonia so ein bisschen nebenbei handeln und daraus ein paar eigene Clips machen. Wenn ihr auf Bock habt, ansonsten ist es egal, dann mache ich das halt so nebenbei ohne Video, nur wenn ihr Lust habt. Und genau, in dieser Folge habe ich auch, ich glaube, das seht ihr, kommt glaube ich in der Mitte des Videos, habe ich auch eine Soldier-Klinge angefangen zu pimpen. Seht ihr dann auf jeden Fall, wie es abgelaufen ist. Ich habe günstige Rubinohrringe gekauft, die habe ich dann boniert mit den B-Addern aus den Thronen, die ich bis Level 100 bekommen habe. Man muss sagen, die Adder funktionieren normalerweise aus den B-Thronen immer recht gut. Ich habe aber hier bei den Ohrringen, glaube ich, 8 oder 9 Stück raufgeballert, bis da 4 Boni rauf waren. Das war ein bisschen heftig, aber egal. Ich habe mir günstige Rubinohrringe plus 8 geholt, falls ich mal FKS-Dev brauche und habe die dann, glaube ich, in 2 Clips auch noch geswitcht. Ihr habt ja gesehen, ich habe so viel DR gekauft, damit ich da wirklich viel DR am Start habe auf Germania, damit ich da halt hier switchen kann. Ich glaube, ich habe da jetzt an die 200 Won oder sowas ausgegeben an DR-Gutschein. Und ja, ich habe auf jeden Fall immer noch Sachen zu verkaufen. Also falls jemand von euch, es haben mich auch wirklich viele Leute angeschrieben, so, ey, bist du Maeve EQ und Moistel Maverick auf Teutonia? Habe ich gesagt, bin ich und so. Also es haben wirklich viele Leute nachgefragt und viele gefragt, ob ich Faker bin. Ihr seht es ja jetzt auf Teutonia, bin ich Maeve EQ und Y7 Maverick, also die ganz normalen YouTube-Namen von mir, habe ich auf Teutonia tatsächlich auch. Ist ein Level 1er Krieger, der den Shop offen hat tatsächlich. Ich laufe mit dem Char hier meistens rum und gucke nach den ganzen Equipment-Teilen. Und mit dem Charakter Y7 Maverick habe ich den Laden meistens offen. Also wenn ihr mich seht auf Teutonia, das bin tatsächlich ich. Also da fake ich nicht rum. Und da fällt keiner rum, zum Glück. Und da, genau, das habe ich auf jeden Fall da gekauft, die DR, und habe die halt so eingelöst, dass ich die auf Germania nutzen kann. Ich habe dann zwischendurch nochmal die Rubinohrringe geswitcht, weil ich wollte da gerne 20 Teufel reinhaben. Einfach nur, damit ich die halt habe, so. Falls ich mal irgendwann Zodiac Runs laufe oder so,
dass ich da halt auch wieder stinkige F-Cast drin habe. Falls ich den wirklich mal irgendwann solo machen sollte, habe ich von vielen noch die Nachricht bekommen, dass ich auf jeden Fall für bestimmte Bereiche FKS-Dev brauche. Und man kann nie genug FKS-Dev haben, deswegen habe ich mir die geholt. Die waren ja auch recht günstig, muss ich sagen. Und ich hatte noch Ella rumliegen, deswegen habe ich die einfach genommen, geswitcht und 20 Teufel reingeballert. War ganz gut, habe ich dann Seelen gebunden. Übrigens, für die Info, weil einige mich auch gefragt haben, ob ich denn jetzt endlich angefangen habe, das ganze EQ zu binden. Ich habe jetzt den ganzen Equipment auf den Sucher gebunden, also komplettamente. Wenn ich was switchen will oder tauschen will oder verkaufen will, dann wird es entbunden. Aber ich habe mittlerweile alles gebunden auf dem Sucher. Und ich habe einen so, ich nenne es jetzt einfach mal, ja, Crap-EQ nenne ich es jetzt einfach mal. Ist so ein Standard-Level 61er Equipment plus 9 mit ein paar Bonis drin, was ich tatsächlich hin und her tausche. Das ist entbunden tatsächlich, aber sonst das ganze Main-Equipment ist alles gebunden. Also keine Sorge. Es ist natürlich jetzt ungünstig mit der Alchemie, falls da was passieren sollte, aber ich hoffe, dass da in Zukunft dann was noch kommt. Und genau, was ich auch sagen wollte, ich habe die Söder-Klinge jetzt gepimpt, wie ihr gerade gesehen habt, und habe da auch einen 9er-Versuch direkt mal drauf geklatscht. Ihr könnt mich gerne haten, weil, also da bin ich jetzt selber im Nachhinein, ich war richtig dumm, muss ich sagen. Man macht ja erst Steine rein und dann ab dann. Und ich weiß nicht, wieso ich das da vergessen habe. Ich war so im Abrausch drin wahrscheinlich, dass ich komplett vergessen habe, die Steine reinzumachen vorher. Und ich habe dann echt vergessen, einfach Steine vor reinzumachen. Also gerne, gebt mir keinen Daumen nach unten, aber gebt mir einen Hashtag Steinfail oder was weiß ich in den Kommentaren. Alter, das war richtig, richtig miese, muss ich echt sagen. Weil das hat mich tatsächlich wieder so ein paar Won mehr gekostet, als es mich eigentlich hätte kosten sollen. Einfach, weil ich vergessen habe, die Steine vor reinzumachen, vorm Appen. Weil das habe ich, vor einigen Videos hat mir das schon mal jemand geschrieben, warum ich die Steine nicht vor reinmache. Ja, ich war einfach wahrscheinlich nicht ganz auf dem Laufenden oder irgendwie im Rausch, keine Ahnung. Ich habe es vergessen, dass ich da eigentlich die Steine vor reinmachen sollte. Ist mir auch während des Appens gar nicht aufgefallen so. Ich habe es auf 9 versucht, hat gefailt, habe weiter versucht, auf 8 wieder und auf 9 wieder und auf 8 wieder und ich dachte mir so, ja, habe ich die Steine komplett vergessen, leider. Deswegen, ja, tut's mir leid für alle, die das jetzt mit ansehen müssen, dass ich die Steine erst im Nachhinein eingemacht habe. Shame on me auf jeden Fall. Wir haben den zweiten Versuch auf 9 gemacht. Das hat leider auch gefailt. Ich war sehr traurig darauf hin, weil das Young war danach erstmal alle, sodass ich dann keinen 9er Versuch mehr machen konnte. Kommt aber noch, ich will auf jeden Fall von dem Zodiac-Schwert dann wechseln zu einer Zodiac-Klinge. Einfach wegen des magischen AWs, denn ich habe festgestellt, dass Zauber aufheben zum Beispiel mit viel magischem AW bei der Säule im Melee zum Beispiel auch recht guten Damage macht. Also jetzt keine Ahnung wie viel ungefähr, das weiß ich noch nicht genau. Aber magischer AW wirkt eigentlich ganz gut bei den Säulen. Habe ich ja letztes Mal, glaube ich, schon mal erzählt, dass Shambis zum Beispiel auch bei den Säulen mit magischem AW recht guten Damage machen können. Deswegen wollte ich definitiv, auch weil die Säule Klinge ein bisschen mehr AW hat als die Säule der Schwerter, auf jeden Fall für den Sucher noch einen Zodiac-Klinge holen. Und deswegen wollte ich mir auf jeden Fall eine pimpen. Weiterhin habe ich den 100er Helm geswitcht. Ich hatte den vorher entbunden, weil ich gerne 15 Feuer drauf haben wollte. Für Melly und für Zodiac. Und nicht für Zodiac, für Melly und für Razzador und Co. Aber irgendwie wollte kein 15 Feuer drauf. Ich hatte öfter mal 15 Wind drauf geswitcht. Und hatte dann tatsächlich das Glück, in Anführungszeichen das Glück, dass ich 20 Teufel 15 Wind reingeswitcht habe. Und ich dachte mir so, Alter, das kann nicht sein. Das dritte Mal 15 Wind, mit 20 Teufel diesmal sogar drin. Keine Sorge, das habe ich dann gelassen. Weil 20 Teufel und 10 Wind habe ich dann gelassen. Ich kaufe mir einfach nochmal einen zweiten 100er Helm, wo ich 15 Feuer reinswitche. Das ist natürlich, wäre viel zu viel Verschwendung, wenn ich das weiter switche. Den werde ich behalten, so wie er ist, mit 15 Wind, 20 Teufel. Den habe ich gebunden, den benutze ich dann weiterhin für, keine Ahnung, falls ich mal auf der 95er Map oder 110er Map irgendwie Level oder so, dann werde ich das weiterhin natürlich behalten. Die Klinge hat das dritte Mal auf 9 gefailt und ich habe jetzt, glaube ich, nochmal den vierten Versuch auf 9. Und da gucken wir jetzt einfach mal, ob das jetzt funktioniert hat, der vierte Versuch auf die Klinge zu ballern. Natürlich mit dem GF Plus Befehl nicht vergessen. Und es hat auch wieder leider gefailt, das heißt, das Ding ist wieder nicht auf 9 gegangen. Nächste Folge werden wir uns dann weiter dran machen. Jetzt kommt nochmal ein Razzador Clip und ich würde sagen, wenn ihr mich supporten wollt, nicht vergessen, anmelden und so. Ansonsten bis zur nächsten Folge, macht's gut. Bis dahin, Peace. Und out.